Unterhaltung, RTL-Programmgestaltung. Das war jetzt auf Kevin RTL. Okay. Gut, soll ich dich mal heilen? Naja. Der ging doch noch. Ich hatte noch ein bisschen Leben als Backup. Jo. So. Ein bisschen, aber von hier willst du doch härter. Oh ja, Junge. Das war... Genau. Fucking knapp, Alter. Wäre ich ein Stück weiter nach vorne gefallen, wäre ich in den scheiß Abgrund gefallen. What the fuck? What the runter? Fuck? Ich bin auch tot, by the way. Hurra für irgendetwas. Was habt ihr jetzt den großen Wolf nochmal, oder? Ja, wir sind im Pfad hoch, haben den großen Wolf bekämpft und sind dann bei der geskripteten Stelle runtergefallen. Und wer ist gestorben? Wer ist gestorben, du Fallschaden? Pascal würde jetzt sagen, ich. Ja, ich bin nämlich auch durch Fallschaden gestorben. Okay, Aber der Edge, okay, der stirbt bei sowas nicht. Warte, jo. Könnt ihr unten an dem Abgrund davon eure Leucht... Nee, geh einfach da im Abgrund nach vorne. Ich setz mein Leuchtfeuer, ich setz mein Zeichen hier unten, wenn du willst. Ich kann das machen. Aber ich glaube, ja, Problem ist, es ist also um die Ecke rum für mich, also. Ist, also. Da geht's wieder hoch. Ich denke mal, da muss Nee, du gehst da rechts Richtung Brücke, wo du siehst. Warte, ich habe jetzt mein Leuchtfeuer da unten gesetzt. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt da, wo Pascal gesagt hat, da ist ein Leuchtfeuer. Genau. Ah, okay, warte, dann komme ich da auch hin. Wusste ich ja nicht, dass hier direkt um die Ecke ein Leuchtfeuer ist. So. Jetzt wollte ich ihm eigentlich so das Geheimnis zeigen. So ganz mysteriös. Zeigen. Oh. Ist das dieser Schlafplatz, den der Typ am Anfang erwähnt hat? Den wir uns suchen sollen? Nein, er wollte eigentlich, dass du dich in seiner Lust. Tja. Hi. Der andere kommt jetzt auch. Ist kein Problem. Da ist er. Okay. So, Leute, was jetzt? So, aber erstmal links. Erstmal links. Da oben gibt's ja auch noch ein bisschen Zeugs. Ist da Warte. Oben was? Hier ist er. Okay, ist glaube ich. Das. Ah, da, okay. Da hätte man auch von oben in die Höhle reinfallen können. Das ist interessant. Okay, das mache ich aber nie. Ich kann sagen, ich bin. Ich vergesse, dass dieses Loch immer existiert. Okay, nee, hier ist auch nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt hier ganz mal rechts hoch, was? Ey, Baum. Guck mal. Deine Verwandtschaft. Oh, ist ein Fake. Warte. Baum. Das ist offensichtlich kein Fake. Ich liebe es, schamlos Bäume anzugreifen. Oh ja! Töte deine Familie. Sie sind nicht seine Familie. Geh mich an. Sie haben dem Bösen schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt und wollen jetzt irgendwie heilig sein oder so. Das ist der beste Grund, sie umzubringen. Hab ich recht, Baum. Nein, du musst das nicht mit Ja oder Nein beantworten, das ist okay.
Es ist sehr schwierig für mich, okay? Weißt du, einerseits sind sie Eisbäume, andererseits schießen sie mit Feuer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist gut. Hier ist noch ein Item. Und hier. Was du nicht gesammelt hast. Es. Oh. Ah. Das will ich auch gern haben. Sie hat ihren Busen. Busen des Firehawks! Wo ist das Item, was ich nicht gesammelt habe? Wenn du es noch nicht gesammelt hast, hier. Achso, das habe ich doch. Okay, gut. Das sind wir fertig. Wir brauchen nicht hier runtergehen. Nee. Nö, das war die Stelle, wo wir quasi runtergesprungen sind, dann Richtung Turm gegangen sind. Also? Es war nur wichtig, dass du hier oben die paar Items sammelst. Nicht, dass sie wichtig werden oder so. Aber du nennst dich ja so einen tollen Completionist. So dachte ich. Wir rennen rückwärts. Das ist ja nicht schnell genug für uns. Ich glaube, die wollen es nicht anders. Die wollen das zweite Schild ist keine Animation. Das Schild ist einfach um. Okay. Dort ist sie also. Die Kathedrale. So, jetzt kommt der Endboss des Erstes. Patze. Sag mir eins. Bitte. Sag mir eins. Die wievielte Kathedrale in diesem Spiel ist das? Die 10. Richtig. 100 Punkte. Gehen wir ganz langsam rüber. Pathetisch. Schau dir unten dieses Dorf an. Sie waren in der Hoffnung, beschützt zu werden. Durch den Busen der Kathedrale. Doch alles, was sie empfingen, Schmerz. fucking Jürgen, Mann, ich kannte nicht bis glauben, dass. Was? Was habe ich gemacht? Du hast was gemacht. Ich habe nichts gemacht. Die Brücke ist in zwei gebrochen, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja. Ich bin da ganz viel am Lore. Dann höre ich plötzlich, wie ein Stein reißt. Ich meine, wir könnten das ja auch im Wettkampf machen, Jürgen. Was? Daniel schneidet das Seil und wir rennen einfach die Brücke entlang. Der am schnellsten und am weitesten kommt, der gewinnt. Bist du bereit dafür? Natürlich. Verdammt nochmal. Schmerz dieser Welt. Das sind meine Seelen. So, sagt mir, was ist hier passiert? Nein, nicht schon wieder. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, dieses und zwar ganz nackt zu gehen. Damit ich extra schnell bin. So bereit, Jürgen! Dreckiger Baum! So wirst du es also machen. Ja! Oh, du wirst also wirklich drauf ankommen. Aber was muss ich denn jetzt durchschneiden, damit die Brücke... Einfach das Seil dann, warte. Wo ist es denn? Das hier. Oder was? Ja, einfach dann das Seil durchschneiden. Okay. Du musst es durch den Startschuss geben, Daniel. Okay. 3, 2, 1, los. Fick dich, Jürgen! Ich bin schneller! Ich bin Kevin! Ja!
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ist der Sinn von diesem Scheiß? Er ist eine Falle, okay. Ja, aber wie kommen wir denn weiter, wenn das Ding einkracht? Gar nicht, du musst daneben dich nochmal in das Gebiet porten. Was? Geh ins Leuchtfeuer und er ist schnell woanders hin. Und reiß nochmal zur selben Stelle. Ja, Mann. Ist doch ganz einfach. Jedes Mal dieselbe Logik, immer dieselben Probleme. Was eine Scheiße. Ach Mensch, ich wusste doch, dass es mit Daniel einfach nicht funktioniert. Er hat einfach. Der hat einfach keinen Humor, der Junge. Das fuckt mich so ab. Sie ist ja schon abgefuckt. Tagtäglich in neuen Schmerz hüllt. Weißt du, was mich wirklich abfuckt? Typen wie du. Geil. Fuckt mich voll ab. Aber da fehlt noch ein Rufsymbol. Ja, ich muss mich anziehen, Mann. Ja. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nackt rumrennen. Ja, an einigen Stellen dieses Let's Plays hatte ich das nicht davon abgehalten. Aber hier ist kalt. Ja, das stimmt. Ich muss kurz gucken, was Karl da gepostet hat. Habe ich ja Brüste gehört. Oh, da geht hier eine Leiter seitlich runter. Das ist ein Speer. Traust du dich etwa, hä? Trau mich vieles. Ich trau mich vieles. Nein! Nein! Oh! Oh! Oh, jeez! Ich hab's überlebt! Hä? Wirklich? Ich hab's überlebt! Wo bist du denn? Ich bin hier unten. Man kann ja dann die Leiter runter, also Brücke runterklettern, wie eine Art Leiter. Mhm. Ich komm hier wieder hoch. So. Ja! So kommst du nämlich zu einem wirklich schweren Endboss. Putty Step! Putty Tap! Hey Jungs, warte mal kurz. Ich habe ihn verprügelt, weil ich Spaß dran hatte. Leid. Oh hey. Sprich mit ihm. Aber wo ist der denn wieder in, gekommen? Hat sich angehört, dass er aber nahe ist. Ist er drinnen gespawnt? Ist er? Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will be. Ist drin. Now go on inside, show respect and listen carefully.
What's keeping you? Show respect. Er ist drin. Pass auf, Überraschung. Da ist er. Da ist er. Er war die ganze Zeit hier eingesperrt. Fire in the hole. Oh, er ist cool. Okay, pass auf. Machst du diese Gesichtsmassage? Sie ist angenehm. Danke. Okay. Ich werde ihn herausfordern. Du wirst das Leuchtfeuer aktivieren, Daniel. Komm doch her! Oh shit! Du kannst dich aktivieren. Ah, da musst du erst noch mit ihr reden. Ja, dann ist er nicht schlimm, du. Über dich. Cool! Irgendwie it's your turn. Er ist sehr schwach. Nee, hat sich egal. Ja, aber ist. Nein, der Mann ist generell schwach. Ich glaube, sein ganzes Stick ist einfach nur so eine Power-Trick, die er da macht. Mit dem fühlt er sich so richtig. Oh, Junge. Cool. Oh mein Gott, Jürgen hat gewonnen. Das war knapp, was ich gedacht habe. Ich sehe meinen Lebensbalken nicht mehr, aber er ist noch. Ich sehe deinen Lebensbalken tatsächlich auch nicht. Puh, Leuchtfeuer entzündet. Gut. Würde ich sagen, kurze Pause. Okay. Kann ich mal schnell das Klo gehen. Weitermachen, oder? Wenn wir noch weiter so gut unterwegs sind, können wir das DLC eigentlich bald abschließen. Wir könnten natürlich auch, ich weiß nicht, ob Claudio jetzt noch Lust hat, aber... Nee, nicht. Wir machen jetzt eine gute Aufnahme, nicht lauter kleine. Na gut, dann machen wir mit Dark Souls weiter. Yeah. Ist ja nicht so, dass man nach dem Essen ja auch noch Borderlands aufnehmen könnte. Falls Claudio will, weil er ja da auch sehr selektiv ist. Gut, komm gleich wieder. Ja. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Ich teile ihre Ansicht nicht. Sie hat gesagt, ich habe einen Platz in dieser Welt. Allein das ist Grund zu frohlocken. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world. Ich komme auch gleich wieder. Ja. Ein Platz in dieser Welt. Du weißt ja nicht, wovon du da redest. Ist ja ekelhaft. Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht hochgehen sollte, aber ich guck trotzdem mal kurz. Ich muss ja nicht. Oh Gott. Ist okay, Daniel, es ist nur ein kleines Gebäude, was kann schon schief gehen? Ich will hier raus. Okay, gehen wir zurück. Na, warten wir lieber, bis die anderen beiden da sind. Gibt's hier sonst noch irgendwelches Loot, was ich gerade eben verpasst habe? Das ist die Tür, die ist aber zu. Okay, gut. Dann setze ich mich jetzt ins Leuchtfeuer. Reise einmal gerade zurück zum Feuerbandschrein, damit ich sicher bin, und sage bis gleich.